Mit dem ersten Erlebnismarkt Hanse Schmecken hatte die Stadt Kyritz neben den vielen Veranstaltungen im Kultursommer für ein weiteres Veranstaltungshighlight gesorgt. Für September ist ein weiterer Erlebnismarkt geplant. Ich möchte Sie gerne zu unserem zweiten Erlebnismarkt einladen. Der wird am 17. September stattfinden. Und da Kyritz der Kartoffel sehr verbunden ist, wird dieser Erlebnismarkt uns erzählen, allens über Tüffeln. Da möchte ich Sie herzlich einladen. Seien Sie neugierig und erfahren Sie Neues. Schmecken, hören, riechen, was es über Kartoffeln gibt. Ein ganz normaler Markttag in Kyritz. Neben Blumenkohl, Zwiebeln, auch immer Kartoffeln im Angebot. Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel, wie wir bei unserem Besuch in der Stärkefabrik erfahren. Der Unterschied zwischen einer Supermarktkartoffel und einer Stärkekartoffel ist halt, wie der Name schon sagt, der Stärkegehalt. Also in einer Supermarktkartoffel ist deutlich weniger Stärke drin als in den Kartoffeln, die wir hier hauptsächlich angeliefert bekommen. Und die Stärkekartoffel schmeckt eigentlich auch nicht, die kann man eigentlich auch nicht essen. Einfach aufgrund des hohen Stärkeanteils. In keinem Land der Europäischen Union werden so viele Kartoffeln angebaut wie in Deutschland. Rund 11 Millionen Tonnen sind es pro Jahr. Somit fast 20% der europäischen Ernte. Mehr als 70% der Kartoffeln werden in Deutschland als Nahrungsmittel genutzt. Pro Kopf ist jeder Deutsche durchschnittlich 57 Kilogramm Kartoffeln. Ja, ich bin hier der Lkw-Fahrer, der die Kartoffeln letztendlich zur Stärkefabrik fährt. Und meine Kollegen, wie man denn hier so sieht, mit einem Kartoffelroder, der sie aus der Erde holt und von Steine, Kraut und alles andere trennt. Ja, wenn der denn quasi hier noch Kartoffeln in seinem Bunker hat, lädt er so auf dem Überladewagen. Das ist auch so ein schönes Modell, damit wir die Felder hier nicht sinnlos belasten und wir letztendlich noch rausgezogen werden müssen, weil wir dann auch schwer sind. Bringt der sie mir zum LKW und wird dann hier beim LKW übergeladen. Ja, die Kartoffel, die ist eigentlich schon seit DDR-Zeiten, gehört hier zur Region. Die wurde damals schon angebaut in der Gegend Velo, Wudicke und wurde da gelagert, sortiert, verladen auf Waggons und zur Stärkefabrik geliefert. Die Kartoffel ist von Natur aus eine wertvolle Knolle. Sie liefert so gut wie kein Fett, enthält aber Stärke, Ballaststoffe, Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Kartoffeln sind kalorienarm, denn sie enthalten 80% Wasser. Der Bedarf hier im Werk in der Kampagne sind so 250.000 Tonnen Kartoffeln. Und dieses Jahr werden wir das Ziel nicht ganz schaffen. Einfach aufgrund der Trockenheit sind die Ernten halt nicht da, wo sie sein sollten. Und am Tag verarbeiten wir hier 2.000 Tonnen Kartoffeln. Und aus den 250.000 Tonnen Kartoffeln machen wir ca. 50.000 Tonnen Stärke. Der Blick in die Historie sagt, dass Preußenkönig Friedrich der Große bis 1772 an der Macht die Neugierde in Sachen Kartoffel bei den Bauern geweckt haben soll. Historisch nett, aber wohl nicht richtig. Im Dreißigjährigen Krieg gelangte die Knolle ursprünglich in den Anden angebaut von Südamerika über Holland zu uns. Also Mitte des 17. Jahrhunderts. Der alte Fritz erließ aber 1746 die berühmten Kartoffelbefehle. Bauern mussten fortan einen Teil ihrer Felder mit Kartoffeln bepflanzen. Wir stellen hier native Kartoffelstärke her, die wir dann anschließend veredeln. Über chemische und physikalische Veredelungsprozesse wird dann ein Produkt hergestellt, was zum Beispiel im Puddingpulver verwendet wird oder halt für die Beschichtung von Pommes, dass die Pommes dann halt außen knusprig sind und innen schön weich. Dann haben wir hier noch sogenannte Nebenprodukte. Das ist einmal das Kartoffeleiweiß, was als Tierfutter verwendet werden kann, und die Kartoffelfaser, die wir trocknen und dann auch in Lebensmittelprozesse eingesetzt werden können. Einfach, Kartoffelfaser hat enorme Wasserbindungsfähigkeiten und die wird dann halt in Lebensmitteln genutzt.
Wer was zur Kartoffel sucht, wird in der Bibliothek fündig. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Bücher über die Kartoffel allgemein. Das kann man ausleihen bei uns in der Bibliothek. Aber nicht zu vergessen, wir haben auch ein Kartoffelprojekt mal erarbeitet. Da kann eine Kartoffelrallye gestartet werden. Besonders für Grundschüler ist das sehr beliebt. Haben wir schon mehrere Male gemacht mit den Schulklassen. Also einfach mal in die Bibliothek kommen, da gibt es auch so einiges über die Kartoffel zu erfahren. Küritz erleben, das kann man mit Sicherheit auch am Stand des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt. Die Stadt Küritz hat am 17. September noch ein besonderes Highlight für euch zu bieten, nämlich unseren Kartoffelschälwettbewerb. Der findet auf dem Marktplatz zum Erlebnismarkt statt und anmelden könnt ihr euch am Stand vom Kultur- und Tourismusbüro in der Zeit von 9 bis 10 Uhr an diesem Tag, am Samstag, dem 17.09. Ich wiederhole es nochmal. Und vor allem geht es darum, wer ist der Schnellste? Und das heißt jetzt schon mal üben, üben, üben. Und für die Gewinner gibt es tolle Preise, nämlich 3 wundervolle AKG-Einkaufsgutscheine. Und das Besondere an der Aktion ist, dass die Kartoffeln danach auch verarbeitet werden. Und mittags um 12 gibt es einen besonders leckeren Kartoffelmittagstisch. Allens über Tüffeln lautet das Motto vom zweiten Erlebnismarkt in Küritz. Es ist daher nur verständlich, dass sich dort auch die Küritzer Freunde der plattdeutschen Sprache präsentieren. Dazu alte und neue Landmaschinentechnik, regionale Stände mit Rezeptideen zur Knolle, Kulinarik mit Quarkkartoffeln bzw. Bratkartoffeln der Stärkefabrik und ein buntes Programm mit Jagdhornbläsern, Küritzer Musikanten und der Kita Kunterbund.